Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Die Sims 4. Unsere Melodie ist hier fleißig am Analysieren und ich am Niesen. Naja, oder halt auch nicht. Also der Nieser hängt dazwischen, es kann nicht gleich sein, dass ich aus Versehen niese. Wir werden immer schlauer, Melody. Wir engagieren uns richtig für unseren Job, um da gut zu werden, weil ich glaube Ärztin, Level 7 bin ich, glaube ich, gekommen, höher nicht, weil man dann halt Kinder gebären sollte und das war halt echt problematisch. Bist du zur Schule oder zur Arbeit? Ah, du bist zur Schule. Mädels, ab aus dem Bett, ihr müsst alle mal zur Schule. Ab aus dem Bettchen, ab zur Schule. Wenn du gerade nichts zu tun hast, kannst du mal wieder das Puppenhaus reparieren. Ich weiß echt nicht, wer das kaputt gemacht hat von den Mädels. Ich wollte es ja vorletzten Folge, dass es unser lieber Tim macht. Aber das hat ja nicht ganz so geklappt. Und wir sind hier fleißig an unserer Fähigkeiten am erhöhen. Deswegen wir werden noch so ein paar Anmachsprüche üben. Die beiden sind... Hallo? Kleine, aufstehen zur Schule. Du bist schon viel zu spät dran. Ich rufe den Direktor an. Du hast noch 5 Stunden. Oh, du möchtest mal wieder dich mit jemandem unterhalten. Der Pool. Grusel, Grusel. Ah, der Gärtner ist gerade da. Perfekt. Wir müssen eigentlich auch noch unsere ganzen Pflanzen hinsetzen, ne? Ich hatte ja noch im... War das Familieninventar? Genau, habe ich noch die ganzen Pflanzen. Ich habe noch keine neuen Kübel gekauft, deswegen mache ich das jetzt. Mega cooler. Nehme ich den großen oder nehme ich... Der ist natürlich schön, ne? Aber den habe ich nicht gekriegt. Perfekte Simfrucht-Herausforderung freigeschaltet. Das habe ich leider nicht hingekriegt, sonst hätten wir mega schön... Aber ich glaube, ich nehme einfach wieder diese hier. Dann hat der Gärtner doch was zu tun. Und dann baue ich die mal hier so an der Seite. Das waren ja, glaube ich, irgendwie um die 3. Mal gucken. So. So. Da. 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 Oh, ich glaube doch noch mehr als... Ich glaube, wir brauchen noch. Ja, die Blumen, die waren theoretisch nicht drin. Ich glaube, die Chrysanthemen, die tue ich hier einmal so an der Seite. So. Hier so an der Seite, oder? Ach komm, ich glaube, wir tun die ganzen Blumen hier irgendwie so an die Seite stellen, ins Gebüsch. Dürfte er ja hoffentlich drankommen. Oder, genau, wir machen einfach hier so als Bepflanzung an der Seite. Und das ist Zwiebelpflanze, Brombeerstrauch. Das heißt, das Dingens kann weg und dann haben wir hier noch den gekreuzte Pflanze. Haben wir noch hier so ein Bäumchen und den stelle ich hier einfach mal davor, weil dann deckt das da theoretisch das so ein bisschen ab. Wenn wir jetzt hier so gucken, deckt so ein bisschen ab, dass da halt Pflanzendingen sind. Also ich hoffe, der geht jetzt hier noch rüber und kümmert sich darum, aber die sehen gut aus. Also denen geht's gut. Obwohl hier, die muss noch bewässert werden, aber das macht er bestimmt. Er hatte Gärtner ein bisschen was zu tun und dann kriegt er auch was für sein, also oder macht er auch was für sein Geld, so rum. Du analysierst fleißig. Oh, dass du so interessante Ergebnisse. Wir können natürlich noch unsere ganzen Sammlungen jetzt analysieren. Ich will auch so ein Ding. Ich wünschte mir, es wird sowas wirklich existieren. So, du motivierst dich immer noch selbst. Gehen wir vielleicht jetzt mal reparieren. Wie sieht es mit Arbeiten aus? Du musst in 2 Minuten. Toll, dann wird es mit dem Reparieren auch nichts mehr. Max steht ein extrem wichtiger Test bevor, aber die Schule war in letzter Zeit zu anstrengend. Soll er mehr Liter Kaffee trinken und für den Test büffeln oder einer leichten Aktivität nachgehen, um sein Hirn eine kleine Pause zu machen? Das ist mal eine leichte Aktivität. Das hilft auch.
Ja, sowas hilft eigentlich immer. Und du musst zur Arbeit. Wie sieht's mit dir aus? Du hast jetzt erstmal frei und das merkt man dir auch an, weil du daddelst erstmal ein bisschen am Computer. Und zwar Sportbars. Okay. Ja, sieht's aus, als wäre alles fertig. Dankeschön. Du bist ein toller Kerl. So, die Kinder sind jetzt noch nicht wieder da. Oh nein, Post. Ah, aber das kann auch. Das kann auch. Nee, das ist Rechnung. Oh, 6000. Ich esse was und dann werde ich die Rechnung bezahlen. 6000. Aber geht eigentlich. Also ich hätte es mir teurer vorgestellt. Ich glaube, wir hatten beim anderen Haus irgendwas um die 12.000. Also ist das Haus echt günstig dafür. Es ist insgesamt halt teuer mit den zwei Wohnungen und mit den ganzen Zeugs und allem. Aber ja. So, und dann reparieren wir das halt. Wenn der Herr das nicht kann, dann kümmern wir uns halt darum. Bisschen Kerzen im Kinderzimmer. Gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Aber man kann sie ja nicht anmachen, also. So. Du analysierst noch, aber du willst eigentlich Spaß haben. Dann lass das mal mit analysieren üben. Die sind auf Level 5. Ist okay. Wir müssen die hier auch nochmal füttern. Und dann können wir doch auch ein bisschen mit den beiden spielen. So. Die Rechnungen sind bezahlt. Dann gehen wir jetzt. Schön. Wir wollen eigentlich uns mit irgendjemandem unterhalten. Dann können wir uns ja eigentlich mit Tim nach draußen setzen. Und, wir machen das jetzt heile. Mit, mit dem Hammer draufkloppen. Das macht doch alles heile. Setzen wir uns mit Tim so ein bisschen nach draußen. So, yay, Puppenhaus ist wieder heile. So muss das sein. Du gehörst mit der anderen. Okay. Aber der schläft noch. Der wird noch lange schlafen. Du willst ein bisschen chatten? Wir können doch auch einfach mal ein bisschen mit unserer Mutti chatten. Chatten mit. Wo ist unsere Mutti? Mutti. Da, ein bisschen mit unserer Mutti schreiben. Ein bisschen chatten. Ich mag diesen Friedhof, ich finde ihn so schön. Möchtest du nicht mal aufstehen, mein Hübscher? Hm? Du. Mal aufstehen? Nein. Er will nicht aufstehen. Er will lieber schlafen. Schlaf nicht, Hühner. Na. Jetzt haben wir so viel Zeug, es wäre schön, wenn man das, man könnte es in die Welt platzieren, aber wo soll ich das hinstellen? Ey, ich könnte halt das so, oh, guck mal, ich kann hier was auf den Tisch stellen. Da, ich stelle es da in die Ecke. Das ist ja ein bisschen, naja. Und ich das auch einfach, bringt nicht wirklich, ey. Gewöhnlich, ungewöhnlich, gewöhnlich, 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 gewöhnlich und gewöhnlich. Ich wollte gerade sagen, ich finde so ein neues Element und das ist halt einfach gewöhnlich. Dafür kriegt man einfach mal 15 Simoleons. Mehr kriegt man nicht. Hör mal, Futti Futti. Willst du Futti Futti haben? Lecker Futti, ja? Ja, du bist eine kleine Kuhpflanze. So. Florid, Arena, Kumabdor. Numiva. Subal, Zikafus. Moise! Gribbix looks in, eh?
Gablanusch. Oh, wie süß, wie er gleich sofort anfängt zu kichern. Er kichert nur. Oh, es ist so süß. Er ist okay, aber er ist auch ein bisschen verspielt. Lire. Twe, Garza? Ta. Okay, das war wohl nicht gerade so die Bombe. Keine Ahnung, was passiert ist. Dizzy. Fuh, Spinor. Septo. Tachetuni. Me borf. Sturm Garsha Thark. Thark Thark. Itak. Thark. Ja, wie sie anschaut. Es tut dir gut, gerade mit ihr zu quatschen, ne? Pelfin! Bisschen umarmen. Und ein bisschen rumblödeln. Und schon ist eigentlich die düstere Stimmung überdeckt. Liebesgedichte rezitieren. Oh, lass uns mal Liebesgedichte rezitieren. Ja, es ist gut angekommen. So, und ich muss zur Arbeit, meine Süße. Aber wir haben das alles fertig. Wir haben Gegner studieren. Wir werden richtig gut erfolgreich sein. Du musst in 17 Stunden zur Arbeit. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal so ein bisschen um dich kümmern. Wir machen ein schönes Schaumbad, was wir uns nehmen. Oh, Whirlpool wäre auch echt klasse. Dann werden wir noch ein bisschen was futtern. Noch so ein bisschen was futtern. Und können uns dann eigentlich ein bisschen spaßig unterhalten, indem wir uns einfach einen Film ansehen. Was macht unsere liebe Sophia gerade? Die chattet immer noch mit ihrer Mutti. Sie chattet noch. Ja, sie chattet noch. Mit wem? Keine Ahnung, aber sie chattet noch. Du musst auch erst in einem Tag. Aber die Kinder kommen gleich von der Schule. Und deswegen, ich glaube, ich stelle dir mal ein bisschen was zu essen hin. So, hier ist noch ein Hamburger, den ihr noch essen könnt. Und allgemein stelle ich euch die Pfannkuchen mal hier auf den Tisch. Ich den Hamburger wieder rein. Und wenn ihr dann gleich von der Schule kommt, dann habt ihr leckere Pfannkuchen auf den Tisch. Und die Kiddies können halt erstmal futtern. Obwohl er ist müde. Aber sie sind halt auch hungrig ein bisschen, ne? Ja klar, Felix kann ruhig vorbeikommen. Klar. Zwei Felixe? Habt ihr jetzt beide Felix? Habt ihr jetzt beide Felix eingeladen? Aber der kann rein, oder? Oh, Badish. Mir ist mein Gericht. Oh. Miserabler Schultag. Och nee, meine Liebe. Oh. Du willst eigentlich sofort ins Bett, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, du solltest jetzt vielleicht nicht mehr gerade chatten, wenn hier deine Kinder. Also. Was ist denn. Also, Kiddies, ist es. Was? Kinder? Warum? Was ist denn? Was ist denn los? Ich. Na, da müssen wir hinterher. Da müssen wir hinterher. Oh, Kabla. Okay, wir muntern sie ein bisschen auf und drücken ihr unsere Liebe aus und werden sie auch für ihre guten Noten loben. Oh, Lemphi. Hinaru. Oh, Pippi. Das hat anscheinend nicht wirklich geholfen. Das, was war das denn für eine Umarmung? Ginger. Quicks. Narfa Burl. Dernoy. Oats. Naba. Zombo, Yupo. Ja, du kannst wirklich unglaublich stolz auf dich sein. Wir fragen sie einfach, was war. Erstmal ein bisschen aufmuntern und dann fragen halt, was war. Und dann geben wir noch einen dicken, fetten Schmatzer auf die Wange. Und dann sollte die Sache
Ich erzähle einfach, was heute passiert ist. Die Omi, die ist total durchgedreht. Die hat mir total doofe Sachen geschrieben. Kannst du gar nicht vorstellen. Die kann überhaupt nicht tippen. Diese Tastatur, sie hat die wohl einfach weggeschleudert oder was auch immer. Sie hat aber gar nicht mehr geantwortet. Also, die Schule war bestimmt total toll. So, alles gut, ne? Perfekt. Unserer Kleinen geht's wieder gut. Sie ist zwar für 3 Stunden selbstsicher und wird sich in 6 Stunden wieder daran erinnern, dass das alles doof war. Unsere Kleine hier hat sich noch zum Schlafen hingelegt. Das ist voll in Ordnung, das kann sie ja machen. Und der kommt echt nicht rein. Oh, verdammt. Warte, wir können ja... Warte, wer ist mit Felix befreundet? Familie? Hat einer von euch nicht noch eine zusätzliche? Nee, hat leider nicht. Ah, der kommt nirgendwo ins Haus. Du hast ihn eingeladen, aber der kommt nirgendwo ins Haus. Hm. Und fügen den mal zur Runde hinzu. Kann ich da nicht Zutritt gestatten für Runde? Also Mitglieder der Gruppe Familie kann rein. Ja, ist klar. Für Angestellte. Die ist ein bisschen doof gemacht. Muss ja halt mit den Freunden der Kinder irgendwie eine Gruppe bilden und dann dürfen halt die Gruppen halt auch noch alle rein. Und dann dürfte das funktionieren. Dann sind die halt nur in 1000 Gruppen drin und das ist auch irgendwie doof. So, die Melodie hat sich einen schönen Kaffee genommen. Yay. Der Papa ist zu Hause und kann eigentlich gleich was reparieren. Aber mit den Heimgärtnern haben wir auch ewig nichts mehr gemacht. Sophia! Oh nein. Das Kind macht sich auch noch drüber lustig. Ach, was für ein freches Ding. Wir nehmen erstmal eine dampfende Dusche. Und dann werden wir die erstmal melken. Du kannst rein. Er repariert nur. Ist alles okay. Sie steht einfach nur... Sie möchte noch ein bisschen mit Melody quatschen. Die sind noch ein bisschen gut. Die haben auch alle so ein bisschen was gegessen, die halt Hunger hatten. Unser Junge hat sich auch gleich ins Bett geschmissen. Der wird angerufen. Da ist der Nisa. Entschuldigung. So, was hat... Warte, wir haben den Nektar. Nektar, der verspielt hat wahrscheinlich, ne? Ja. Nektar, der verspielt hat. Schmeißen wir uns noch ein bisschen ins Bett. Wir müssen nämlich in 12 Stunden zur Arbeit. Das machen wir auch auf jeden Fall. Und du hast nämlich eigentlich Hunger. Das heißt, nach der Dusche... Können wir uns eigentlich noch was zu futtern nehmen? Essen wir den Hamburger auf. Und dann schmeißen wir uns auch einfach ins Bett. Die Kuhpflanze hat uns gefressen. Hauptsache, wir können schlafen. Ah, mein Auge. Es juckt so. So, du schlüpfst jetzt hier draußen noch rum. Was ist, wenn du einfach mal deine Hausaufgaben machst? Ach genau, wir können ja auch zusammen Hausaufgaben machen. Das ist doch auch ganz cool. Setzen wir uns hier draußen hin und machen zusammen Hausaufgaben. Ne? Wer ist ja noch da? So, machen wir zusammen Hausaufgaben. Jo, jo, jo. Da hat jemand ein bisschen geschlafen und ist jetzt ein wenig fitter. Und möchte jetzt gerne auf die Toilette gehen. Kampfkick!
gegen die Erkältung, wegen flüssigem Hausmittel. Da hat jemand wohl Orangensaft sich geschnappt. Dann kannst du jetzt eigentlich auch noch deine Hausaufgaben machen. Und vielleicht noch ein bisschen experimentieren. Und dann können wir eigentlich auch noch was essen. Noch einen Pfannkuchen essen und... Oh, du siehst gar nicht gut aus. Du siehst gar nicht gut aus, aber du bist... Du kannst dich oben in die Wanne schmeißen und ein Bad nehmen, meine Süße. Der Papi ist noch da und passt auf euch auf, auch wenn er draußen gerade rumrennt. Du kannst auch damit spielen. Dafür haben wir das. Ah ja. So, aber ich mache jetzt hier an dieser Stelle auch einen Cut. Und wir sehen uns erst in einer weiteren Folge. Am Morgen wieder. Also erst. Eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und bis dahin. Ciao, ciao.